Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Es ist soweit, wir spielen Shadow Man. Ich weiß, dass viele von euch wollten, dass ich dieses Game endlich mal anzock. Und jetzt ist es soweit. Ein geniales Game von 1999. Also schon ein bisschen älter. Aber ich muss sagen, nachdem ich es jetzt wieder reingelegt habe, es war nicht schockierend, die Grafik zu sehen. Es hat sich relativ gut gehalten. Wurde entwickelt von Acclaim. Testside Studios, soweit ich mich erinnern kann. Publisher war ebenfalls Acclaim und es war das erfolgreichste Game, das Acclaim gemacht und gepublished haben. Also erfolgreicher als die Turok-Serie noch. Basiert auf einer Comic-Vorlage von Acclaim Comics, die aber storymäßig nichts mit Games zu tun hat. Im Nachgang kam dann nochmal ein Comic raus, der etwas mit der Story vom Spiel zu tun hatte, aber das hat uns hier jetzt erstmal nicht zu interessieren. Wir fangen einfach an mit Shadow Man. Es gibt noch eine Vorgeschichte zu dem, was wir jetzt sehen. Doch ich würde sagen, die werde ich euch im Laufe des Spiels einfach mal immer wieder häppchenweise präsentieren, denn es werden auch sehr viele Laufwege in dem Spiel sein. Es gibt sehr viel Backtracking. Das sind Kritikpunkte, die man definitiv anbringen kann in diesem Spiel. Man muss immer wieder zurück in Bereiche, die man schon besucht hat, weil man neue Fähigkeiten bekommen hat aus Tempeln und Ähnlichem, die man dann dort anwenden kann, um neue dunkle Seelen zu finden. Also Shadow Man ist im Prinzip ein afrikanischer Voodoo-Krieger, der von den Göttern gepriesen wurde und übermenschliche Kräfte hat und die Welt und seinen Stamm im Prinzip vor Gefahren aus dem Reich der Toten schützt. Das ist so der Grundtenor von dem Spiel, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was wir hier überhaupt spielen. Und ja, ich habe dieses Spiel schon gespielt, allerdings kein Blindrun. Ich werde aber natürlich ein neues Spiel anfangen und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Shadow Man. 9. November 1888. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn ich bin Jack, der flinke Jack, Jack the Ripper. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn sie sind wahrhaft grausam. Alle schloss ich sie in mein Herz. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adoes, Mary Kelly. Und liebte sie. Gott, ich liebte sie alle. Die unsterbliche Macht jedoch, nach der ich strebte, in den erbärmlichen Hüllen ihrer Körper, das noch schlagende Organ der Seele, ich konnte sie nicht finden. Nutzlos war das Ritual des Messers. Hier stehe ich nun mit leeren Händen da und muss das blutige Ritual darum an mir selbst ausführen. Halte ein, Jack. Hör, was ich zu sagen habe. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wer seid ihr? Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Die unsterbliche Macht, der du entgegenstrebst, es gibt sie wirklich. Sie liegt tatsächlich innerhalb der Seele, doch nur in ganz besonderen, in besonderen dunklen Seelen. Mein Gott, was seid ihr, dass ihr solche Dinge aus dem Nichts erzeugen könnt? Ich bin nur ein Forscher, so wie du selbst. Und was wollt ihr von mir? Du bist Architekt, nicht wahr? Das stimmt. Dann möchte ich, dass du dem Schmerz eine Kathedrale baust. Einen Ort, wo du und ich und andere wie wir zusammenkommen können. Einen Ort des Asyls für alle einzigartigen und unverstandenen Geschöpfe, die dir folgen werden, wenn die Zeit des Armageddon naht. Und im Herzen des Asyls konstruieren wir eine große, dunkle Maschine, angetrieben von Seelen gleicher Art. Mit ihrer Macht errichten wir eine unsterbliche Armee zur Strafe und zur Säuberung dieser jämmerlichen kleinen Welt. Und wo soll ich diese Kathedrale errichten? Jenseits des Schleiers, in der Dunkelheit, inmitten der ruhelosen Geister derer, die hinübergingen. An dem Ort, der bekannt ist als Reich der Toten. Dann muss ich sterben, um euch zu folgen. So lautet die Prophezeiung. Wir können nicht scheitern, denn unser sind viele. Denn unser sind viele. Amen, sage ich dazu. Ja, allerdings, warum war sein Blut gerade grün? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, weil das Spiel, das Blut im Spiel eigentlich rot ist. Egal, whatever.
das Ende kommt schneller, als Sie denken. Hey, Spaceman! Fangt mich das doch! Ist das Ende, denn unser sind viele. Es kommt eine Finsternis. Was ist los, Agnetta? Ich hatte einen Traum, Shadowman. Einen schlimmen Albtraum. Einen Traum vom Reich der Toten. Die fünf sind gekommen. Die Vorboten der Apokalypse. Deacons Akten bestätigen all meine Befürchtungen. Das Ende naht, Shadowman. Eine alte Prophezeiung kündet von der Rückkehr des Bösen in das Reich der Toten. Eine furchtbare Macht, die dunkle Seelen unter ihre finstere Herrschaft bringt und deren Kräfte nutzt, in diese Welt hinüber zu gelangen und die Apokalypse herbeizubeschwören. Und gerade ich muss dieses Böse daran hindern, stimmt's? Du bist der Einzige, der uns helfen kann, Shadowman. Du, der Wanderer zwischen den Welten. Mir ist der Weg ins Reich der Toten verwehrt. Und Jaunty ist in beiden Welten praktisch nutzlos. Du kannst als Einziger etwas dagegen tun. So wie es schon immer gewesen ist. Aber mit etwas derart Bösem hast du noch nie zu tun gehabt. Es ist das reine Böse. So rein, dass selbst die einstigen Behüter der dunklen Seelen es nicht zerstören konnten. Sie konnten es aus dem Reich der Toten nur verbannen. Doch war ihnen bewusst, dass es irgendwann zurückkehren würde. Daher die Prophezeiung von seiner Wiederkehr. Jetzt sind die Kräfte der Ahnen fast dahin. Und die begehrten dunklen Seelen sind dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Und darum nun musst du, Shadowman, ins Reich der Toten gehen und die dunklen Seelen wieder an dich nehmen. Nimm sie unter deinen Schutz, bevor das Böse sie unter seine furchtbare Herrschaft bringen kann. Okay, nur um die Sache klarzustellen. Wenn ich diese dunklen Seelen nicht zurückhole, dann bedeutet das das Ende der Welt, richtig? Genau, c'est vrai. Jupp, so kann man es sagen. Hör mal, ich muss los. Ich habe noch viel zu erledigen. Nimm Deacons Akte, wir treffen uns im Morgengrauen in der Kirche auf dem Hügel. Deine Sachen habe ich dort in sicherer Verwahrung. Verdammte Scheiße. Ja, dieser Kerl, den wir gerade gesehen haben, das ist der Shadowman. Nichts als eine Schachfigur in Nettys großen Plan. Ihre Wege sind unergründlich. Und, Bruder, was sie mit mir macht, manchmal auch. Dagegen ist nichts mehr zu machen. Sie hat meine Knochen schon der Schattenmaske angepasst. So lieb und zärtlich, wie man sich's nur wünschen kann. Bleibt mir ja sowieso nichts anderes übrig. Es ist schließlich meine Schuld, dass Luke tot ist und meine Eltern auch. Alles, was noch kommt, habe ich verdient. Alles, was mir widerfährt. Ich kann nicht leben und kann nicht sterben. Das Reich der Toten ist mir wie auf den Leib geschnitten. Ein Ort des Nirgendwo. Der Ort am Arsch der Welt. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, sogar im Zwölffingerdarm der Welt mittlerweile schon, das Reich der Toten. Das ist echt kein schöner... Also, sagen wir so, ich würde kein Geld zahlen, um dort Urlaub zu machen. Und, diese verdammte Kirche. Genau, wir müssen als allererstes mal zur Kirche auf dem Hügel kommen. In der Zeit habe ich ein bisschen Zeit, euch zu erklären, was hier gerade überhaupt abging. Die Frau, die ihr da gerade in der Filmsequenz gesehen habt, das ist Nettie, oder Agnetta, wie er sie genannt hat. Das ist eine sterbende Voodoo-Priesterin. Also, sie war im Sterben, jetzt nicht mehr so wirklich. Und, kurze Hintergrundgeschichte zu dem Spiel ganz einfach, weil es nie wirklich im Game meiner Meinung nach erklärt wird. Michael Arroyo, also der Typ, den wir hier spielen, ist ein ehemaliger Englischstudent gewesen, der sein Studium abgebrochen hat, angefangen hat zu saufen und Spielschulden und so weiter, und er musste dann irgendwann sein Leben durch Taxifahren finanzieren, weil er es einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Seine Familie in New Orleans wusste nichts davon. Und er hat es eben geheim gehalten vor den ganzen Leuten. Und eines Nachts, als er einen Gast nach Hause bringen wollte, wurde der Gast in einem Drive-By-Shooting erschossen. Und hat einfach mal $20,000 hinterlassen. Und das Geld konnte Mike eben verdammt gut gebrauchen. Einmal für seinen Bruder Luke, der eine Operation braucht, und für seine Familie im Allgemeinen. Also hat er die 20.000 einfach an sich genommen. War aber letztendlich eine richtig scheiß Idee, weil die Gang, der das Geld gehört hat oder die den Drive-By hier veranstaltet hat, die haben ihn gefunden. Okay, alles gut, okay. Was? Ja, wie was? Der ist aggressiv, wenn er so pixelig ist, ist doch ganz klar. Auf jeden Fall hat die Gang ihn und seine Familie ausfindig gemacht irgendwann und er ist zu einem Bokor gegangen. Bokor ist ein afrikanischer Voodoo-Priester, der ihm im Prinzip Schutz zugesprochen hat vor den Leuten, ganz einfach. Und das hat auch soweit funktioniert, leider nur... Für ihn selbst, nicht für seine Familie. Das heißt, seine Familie wurde getötet, alle wurden getötet. Deswegen hat er gerade im Intro gesagt, es ist seine Schuld, dass Luke tot ist, es ist sein Bruder.
Ja, wie gesagt, Mike lag dann irgendwann im Koma, hat den Angriff überlebt, der Gang, und der Boko kam dann irgendwann, um seinen Preis im Prinzip abzuholen, nämlich Mike als Sklave. Er hat dann eine Weile lang als Voodoo-Zombie-Sklave unter diesem Boko gearbeitet, unter dem Namen Zero, das heißt Null, ganz einfach, ja, Zombie-Sklave Null. Im Prinzip hat er ihn nur nummeriert. Wie gesagt, dann kam irgendwann Nettie ins Spiel, denn Nettie hatte Probleme mit diesem Boko. Und in irgendeinem Kampf hat Nettie es dann geschafft, Shadowman oder Mike eben praktisch aus den Händen des Bokos zu entreißen, ihm eine Schattenmaske anzupassen. Das ist die Maske, die wir da auf dem Ladescreen gesehen haben und so weiter. Keine Angst, die Hundis machen nichts. Sie sind ganz niedlich, auch wenn sie kläffen, als wenn sie schon einen Hoden von mir im Mund hätten. Ja, ja, alles cool, alles cool. Slalom! Hundeslalom! Und das ist die Vorgeschichte zu diesem Kerl hier im Prinzip. Ich hoffe, man hat soweit verstanden, was ich damit gemeint habe. Also wie gesagt, er ist im Prinzip ein Voodoo-Sklave. Nettie? Wenn man so möchte. Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Hallo. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Cherie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Makes Sollte sense. Es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut, schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi ja, wurden Mann, mit in dem Govi. Stärksten Kein Voodoo-Zauber Witz. Versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht. Aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies. Die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja, geht schon. Lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà, hier sind sie. Na, wird auch Zeit. Ich habe solche Angst, Mikey. Du musst mir helfen. Bitte hilf mir. Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen... Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy. Und verbinde dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich. Er wird dir etwas zeigen. Oh Gut. Gott, seine und Schlange? Mike. Ja? Falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Wenn du herkommst. Oh, Baby, dann werde ich dir was zeigen. Aber jetzt geh endlich! So eine Art klang es gerade für mich. So ein bisschen wie Cole Phelps von L.A. Noir, wenn er aggressiv wird. Auf den Tisch schlagen, Leuten die Arme brechen. Du hast ihn umgebracht! Nein, ich bin erst 6 Jahre! Halt die Klappe, du warst es! So fühle ich mich manchmal. Absolut, okay. Ja, mit den... Diese Dinger nennt man Cadeau. Oder Cadeaux. Cadeau. Cadeau spricht man es, glaube ich, aus. Französisch für Geschenk. Ich hatte nie Französisch, aber Google hilft. So, ab geht's. Das ist der Teddy. Der Teddy von unserem Bruder Luke, den sie gerade schon angesprochen hatten. Mit dem können wir in der Zeit reisen, also ins Reich der Toten. Und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal. Werden wir zu Shadowman. Das ist die Sache. Wir können nur in der im Reich der Toten als Shadowman herumlaufen. Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor, auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Angst hier der Schlaf?
Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Wird auch Zeit, mein Junge. So, lass mal ganz kurz die Waffe in die Hand nehmen. Schattenwaffe. Das ist jetzt kein Desert Eagle mehr. Nicht wundern. Das ist jetzt eine Schattenwaffe und die klingt auch so. So, willkommen im Reich der Toten. Und den Typ, den ihr da gerade in der Sequenz schon gesehen habt, das ist der Kerl, der uns seine Schlange zeigen will, nämlich Jaunty. Das ist so ein bisschen unser Bro. Der hat von Netty einen neuen Körper versprochen bekommen, weil er irgendwie gestorben ist. Und im Reich der Lebenden ist er ein Kleinwüchsiger und im Reich der Toten eine Schlange. Das heißt, er ist in beiden Welten wirklich nutzlos, wie sie vorhin schon gesagt hat. Hallo Michael! Wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Alles cool. Jaunty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael. Schön, dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ganz meinerseits. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen gescheckert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? Wenn du wüsstest. So ungefähr. Ich wette, sie hat dich mit ihrem dreckigen Bettgeflüster vollgesülzt. All dem Gerede vom jüngsten Tag und von Armageddon, bis dir der Schädel geplatzt ist, was? Tatsächlich hat sie zufällig mal einen gewissen prophetischen Traum erwähnt, den sie gehabt hat. Ach, hat sie, ja? Naja, dies eine Mal hat die alte Hexe womöglich recht. Siehst du den verdammten großen schwarzen Turm da drüben? Meinst du, wie könnte ich den übersehen? Naja, der alte Bräugel. Der Malertyp aus dem Mittelalter, was? Der hat mir neulich erst erzählt, wie sehr ihn der Turm an ein Bild erinnert, das er mal gemalt hat. Meinst du Peter Bräugel? Nein, Siemens, seinen entfernten irischen Cousin. Jedenfalls, er war ziemlich geschockt, der Typ, über das, was das verdammte Ding hier anrichtet. Er scheint einfach so aus dem Nichts und rast hier durch die Gegend, als gäbe es kein Morgen. Was nach dem, was Netty sagt, ja gar nicht so falsch ist, was? Irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Ich doch nicht. Und ich werde bestimmt nicht an die Haustür klopfen, bloß um es herauszufinden. Ich sage nur, wenn wir mit was Bösem rechnen müssen, dann kommt es von da drin. Man würde recht haben. Die dunklen Seelen erwähnt. Kannst du mir mehr darüber sagen? Ich fürchte, auch da muss ich dich wieder enttäuschen, Michael. Alles, was ich weiß, ist, was mir Netty erzählt hat. Sie seien verdammt mächtig, nahezu unzerstörbar und sollten nicht in die falschen Hände fallen, was? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Was denn? Hältst du mich jetzt etwa für einen Reiseführer für die dunklen Seelen, was? Ich schätze, du könntest es mal mit all den alten heiligen Städten da unten zwischen den Heulern und Zähneknirschern versuchen. Ich hoffe bloß, dass es keine von diesen Seelen in diesen verfluchten großen schwarzen Turm verschlagen hat. Wenn Netty recht hat, ist das einigen von ihnen schon passiert. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen. Öffne die Tore, Jaunty. Tu es! Ja, hast viel zu tun, musst eine Menge Leute treffen. Was, Michael? Öffne einfach die Tore, Jaunty. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich und Attila der Hundenkönig mit den abgeschlagenen Köpfen der französischen Aristokraten gekegelt haben? Dafür habe ich noch Zeit, erzähl. Oh. Schon gut. Lass dir darüber mal bloß keine grauen Haare wachsen, obwohl, wenn ich mir deine glänzende Rübe so ansehe, hast du damit ja wohl keine Probleme, was? Sesam, öffne dich! Jaunty, man ist auch so ein Troll. Und solltest du mal Lust haben, reinzuschauen und ein paar Takte zu plaudern? Du weißt ja, wo du mich findest. Nur schade, dass uns die Zeit nicht für ein paar Schlückchen an einem lodernden Torffeuer reicht, was? Ich trinke nicht. Mit Schlangen. Ja, das ist Jaunty. Ist eigentlich ein ganz witziger Kerl, wie gesagt. So ein bisschen unser Sidekick in der dunklen Welt. Er bleibt zwar immer da an den Toren stehen, aber werden des Öfteren hier vorbeikommen, wie vorhin schon angesprochen. Das ist ein Game, bei dem man des Öfteren mal backtracken muss. Your face! Ich finde es so geil, wie es die Gegner hier zum Platzen bringt, wenn es einfach diese Schattenwaffe, diese mächtige Voodoo-Schattenenergie auf die verschießt. Deswegen klingt sie auch so mächtig. Wie gesagt, es gilt für uns im Prinzip, ja, die dunklen Seelen zu finden. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und wie ich beim Wechsel in diese Welt ja schon angesprochen habe, es
geht im Prinzip wirklich darum, man kann momentan nur im Reich der Toten Shadowman sein. Und es geht eben ganz genau darum, Shadowman auch im Reich der Lebenden zu werden, um eben diese fünf Serienkiller, die Nettie in ihrem Traum gesehen hat, zur Strecke zu bringen in der wahren Welt. Die kriegen wir als Mike Larroa einfach nicht hin. Und eben genau um das zu schaffen, brauchen wir den Le Eclipseur. Es klingt alles unglaublich spanisch und verwirrend. Ich weiß. Es macht auch für mich jetzt momentan nicht so viel Sinn. Naja, okay, doch, ich weiß, um was es geht. Aber hey, lasst uns erstmal ein bisschen durch die Schattenwelt laufen. Durch das Reich der Toten. Hier werden wir genug abgefucktes Zeug finden, glaubt mir. Eine extreme Menge an abgefuckten Gegnern. So wie hier diese verdammten Heuler, die im Prinzip noch gar kein Problem darstellen, die nur meine Energie durch einen Fernkampfangriff aussaugen können. In your face, Alter! Was ist denn mit dir los? Ja, das war der Ein-Mann-Stehwalzer. Ist nicht so bekannt, der Tanz. Zu Recht, meiner Meinung nach. Shadowman war auch eines der ersten Games, das dieses 360-Grad-Free-Flow-System hat im Prinzip, dass man auf einen Gegner anvisiert und dann drum rumlaufen kann. Das hatte ja Zelda Ocarina of Time auch unter anderem. Ich glaube, Zelda Ocarina of Time kam meines Wissens nach sogar ein Jahr früher raus. Also Zelda Ocarina of Time war, glaube ich, das erste Spiel, das es hatte. Na gut, den muss ich nicht killen hier. Stellen kein großes Problem dar. Ich muss sie auch nicht wirklich töten, aber es macht schon Laune, mit dieser Schattenwaffe rumzuballern. Nur weil die schon ziemlich mächtig klingt, muss ich sagen. Jetzt aber erstmal gucken, dass ich diese Honks aus dem Weg schaffe und hier in Ruhe drüber kann. Komm schon. Jawohl. Mal darüber gucken. Ich bin mir nicht gerade nicht so sicher, wo wir sind. Also es ist auf jeden Fall ein nicht lineares Spiel. Unglaublich verwirrend. Man kann, sobald man den richtigen Schattenlevel hat, eigentlich überall hingehen. Deshalb gibt es sehr, sehr viele Leute, die das Spiel vielleicht damals gespielt haben oder einfach Anfang 2000 gespielt haben und aber irgendwie hängen geblieben sind an irgendeiner Stelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich sagen, kann ich auch verstehen irgendwie. So ging es mir beim allerersten Mal Shadowman spielen auch. Ich bin nicht so wirklich damit klargekommen mit dem, was ich gesehen habe, weil es einfach viel zu verwirrend für mich damals war. Wie gesagt, habe ich noch nicht angesprochen, aber es ist kein Blind Run. Ich denke, das bemerkt man spätestens hier jetzt, auch wie ich es gesagt habe. Oh, komm schon. Mich in Ruhe, Alter. Na, ich sollte Gegner mit Partikelwaffen. Das ist verdammt nochmal einfach nur Kotze, die da aus ihm rauskommt. Ich nenne es einfach mal Partikelwaffe. Das klingt mächtiger. Oh, komm schon. Genau das ist das verdammte Problem. Oh, fuck. Die sind zwar noch nicht so wirklich stark, die Gegner. Trotzdem muss ich aufpassen, was ich mache. Also. Zu schutzlos darf ich vor diesen Typen hier nicht rumrennen. Sonst essen die mich zum Frühstück, verdammt nochmal. So, jetzt das gleiche nochmal. Kommen wir hier wieder hoch? Ich hoffe doch mal, dass wir hier wieder hochkommen irgendwo. So, warte mal, ich glaube, hier kam ich hier rein. Keine Ahnung, aber hier ist noch ein Kaddo. Von dem her nicht schlecht, dass wir hier sind. Diese Kaddos sind im Prinzip momentan noch nicht so unglaublich hilfreich. Also, bis wir 100 haben, können wir mit den Dingern gar nichts anstellen. Und wenn wir mal 100 haben, können wir in den Tempel des Lebens gehen und damit unsere Energieleiste upgraden. Das ist das Ding, was da rechts unten immer mal wieder auftaucht.
Ich erkläre euch die einzelnen Anzeigen jetzt noch nicht. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Denke, am lebenden Objekt ist es einiges einfacher zu verstehen, was dann überhaupt da letztendlich passiert. Und wie wir die Kräfte einsetzen können, das ist ganz, ganz wichtig, denn es geht hier immer darum, stärker zu werden. Immer stärker zu werden, immer mehr Gefahren abwenden zu können, ganz einfach. Und darüber will ich jetzt erstmal noch nicht springen. Nope, ich habe erstmal noch ein anderes Ziel. Komm schon, komm schon. Nice. Also die roten Navi-Dinger da, das sind Energie, wie gesagt. Falls wir Treffer einstecken. Munition haben wir in der Schattenwaffe unbegrenzt. Jetzt machen wir dieses Seil daran. Nice. Jetzt könnten wir da wieder hin zurück, aber warum zum Teufel sollen wir da hin zurück? Richtig, wir gehen mal weiter. Da müssen wir jetzt gerade erstmal noch nichts machen. Okidoki. Und ihr seht rechts unten jetzt die Anzeige ganz kurz. Diese roten Dinge sind unsere Energie. Das heißt, wir haben erst die Hälfte von dem, was wir haben können letztendlich. Und mit 100 Kado kriegen wir einen weiteren Punkt Energie eben dazu. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Das bin ich allerdings. Das bin ich allerdings. Ich bin auch zwar voll der spindeldürre Typ, bei dem es aussieht, als wenn er in der Mitte durchbricht, sobald er noch einmal getroffen wird. Aber falsch, Junge. Falsch. Sieht aus, als hätte mir jemand eine Nachricht hinterlassen. Das ist wohl wahr. Das ist die Prophezeiung. Schauen wir uns die Prophezeiung noch mal ganz kurz an. Wie gesagt, ihr könnt es euch in Ruhe durchlesen. Ich habe es mir schon ein paar Mal durchgelesen. Les Cartes. Einfach hier die Beschreibung von den Sachen, was es hier so gibt in Form von Voodoo-Karten. Finde ich extrem geil. Gibt es Erklärungen zur Hexe, Nettie im Prinzip, die den Mann des Schattens ruft. Dann hier Jaunty, die Schlange, die Markttore bewacht. Diese Sargtore, die im Prinzip unsere Schattenenergie-Level darstellen, den wir brauchen, um es zu öffnen. Was gibt es denn noch für Sachen? Ende, ja, ganz genau. Baton, hier werden die Waffen erklärt. Das Baton, Flambeau, Marteau, Calebasse, whatever. Es ist alles ein bisschen französisch, deswegen sorry, falls ich mal was falsch aussprechen sollte. Poing, Ensing, L'Eclipseer, Le Soleil, Bruder Sonne, La Lune, Schwester Mond, La Lame, die Kraft, die verbindet. Das sind im Prinzip die drei Teile von L'Eclipseer, die wir benötigen, um auch Dunkelheit über die lebendigen Welt zu bringen. Ja, wir können Gats bekommen, mit denen wir Blut. Können wir gar nicht, mit denen wir zum Beispiel brennende Blöcke verschieben können, ähnliches. Das heißt Tattoos, mit denen wir übers Feuer gehen können, mit denen wir von Flammen verzehrt werden können, ohne Schatten zu nehmen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Voodoo-Sachen im Prinzip. Ich splatter mal nebenher nochmal Netties Akte durch, dass ihr euch die auch, wenn ihr Pause drückt, in Ruhe durchlesen könnt. Da sind Infos über die ganzen fünf Massenmörder hier im Prinzip, die jetzt hier zusammengekommen sind. Also wie gesagt, es gibt allerlei Voodoo-Gegenstände, die wir hier während des Spiels, während dem Spiel finden werden. Die Schattenwaffe, das allererste. Und das meiner Meinung nach auch wichtigste. Also das ist die Waffe, die ich definitiv immer in meiner rechten Hand behalten werde. Denn ohne diese Schattenwaffe kriege ich auch nichts mehr aus Gegnern raus. Das heißt, nur wenn ich die Gegner mit einem letzten Schuss aus der Schattenwaffe töte, bekomme ich auch wirklich ihre Seele im Prinzip, ihre Energie, die ich dann verwenden kann. Und schaut mal da hinten, da ist unser erstes Govi, unsere erste dunkle Seele in einem Govi. Find's so geil, wie das Ding aufplatzt. Die Macht der dunklen Seele. Ich gebe mich hier hin. Oh yeah! Und ihr seht rechts unten in der Anzeige, wir haben Schatten Level 1 erreicht. Und wir können unsere Waffe jetzt bis zu diesem ersten Level aufladen, um einen stärkeren Schattenschuss abzugeben. Sehr, sehr gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut rein. Ich denke, wir haben schon mal einen kleinen Einblick bekommen in Shadow Man, der Wanderer zwischen den Welten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß ja einigermaßen, wie es weitergeht, wobei es auch schon wieder ein paar Jährchen her ist, dass ich es zum letzten Mal gezockt habe.
Ich hoffe, wir kommen hier weiter. Beim nächsten Mal öffnen wir dieses Sargtor. Bis dahin, haut rein.